Aufgrund von geänderten Marktverhältnissen ist der Wert eines Grundstückes der Businessfragen AG langfristig um 50.000 Euro gesunken. Das Grundstück wurde bereits außerplanmäßig abgeschrieben. Der Markt hat sich in der Zwischenzeit wieder erholt und der Wert des Grundstückes ist um Euro 70.000 gestiegen. Führen Sie die Zuschreibung durch. Ja, und auch hier müssen wir uns zuerst einmal diese Aufgabe nochmal etwas genauer überlegen bzw. anschauen. Und zwar in Bezug darauf, dürfen wir hier überhaupt eine Zuschreibung machen? Und in welcher Höhe dürfen wir hier eine Zuschreibung machen? Also sprich, diese 50.000 Euro, die wir als Wertminderung ursprünglich durchgeführt haben, ob wir diese wieder eben auf den Wert des Grundstückes draufpacken dürfen. Wir haben hier eine Wertminderung ursprünglich verbucht von 50.000 Euro laut Angabe. Heute ist das Grundstück aber um 70.000 Euro mehr wert, weil eben der Grund für diese außerplanmäßige Abschreibung weggefallen ist. Grundsätzlich gilt, dass wir hier eine Zuschreibung sehr wohl durchführen dürfen. Das heißt, wir können hier sehr wohl wieder das Grundstück, also den Wert des Grundstückes buchhalterisch erhöhen. Allerdings gibt es hier eine Beschränkung. Also in der Buchhaltung gilt generell das Niederstwertprinzip bzw. das Höchstwertprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass das Vermögen eines Unternehmens sehr vorsichtig, also möglichst nieder dargestellt werden muss und die Schulden des Unternehmens, also Höchstwertprinzip, möglichst hoch dargestellt werden. Und in diesem konkreten Fall müssen wir uns überlegen, handelt es sich hierbei um Vermögen oder Schulden? Im konkreten Fall handelt es sich hier um ein Vermögen, weil wir haben ja ein Grundstück und das Grundstück finden wir, oder die Grundstücke finden wir in der Aktiva, also im Anlagevermögen. Und dementsprechend müssen wir hier jetzt auf das Niederstwert zurückgreifen. Und das Niederstwertprinzip hat in Bezug auf die Zuschreibungen noch eine Besonderheit. Wir dürfen maximal bis zu den ursprünglichen Anschaffungskosten zuschreiben. Und nachdem wir hier nur eine außerplanmäßige Abschreibung von 50.000 gehabt haben, von den Anschaffungskosten dürfen wir auch nur wiederum 50.000 Euro zuschreiben. Das heißt, wir dürfen hier jetzt nicht den aktuellen Marktwert mit plus 70.000 zuschreiben, sondern wir dürfen nur die ursprüngliche außerplanmäßige Reduktion wieder zuschreiben, weil ansonsten hätten wir nicht oder würden wir über den ursprünglichen Anschaffungsbetrag darüber hinauskommen. Das dürfen wir aber nicht. Und aus diesem Grund brauchen wir eben einmal zuerst zwei Konten. Einerseits einmal das Thema Grundstücke, weil wir vermehren ja den Wert unserer Grundstücke wieder. Hierbei handelt es sich um ein Aktivkonto, weil in der Aktiva einer Bilanz die Grundstücke dargestellt werden. Und ergänzend dazu stellt diese Zuschreibung auch einen Ertrag dar. Also die ursprüngliche außerplanmäßige Abschreibung hat ja einen Aufwand dargestellt. Und diesen Aufwand gilt es jetzt wieder zu korrigieren sozusagen. Und das machen wir, indem wir diesen ursprünglichen Aufwand eben wieder jetzt als Ertrag einbuchen. Und dementsprechend brauchen wir dann eben das Konto Ertrag aus Zuschreibungen. Und hierbei handelt es sich um ein Ertragskonto. Dann müssen wir uns noch überlegen, handelt es sich um eine Vermehrung oder eine Verminderung der jeweiligen Konten. Einerseits wird unser Grundstück hier wieder mehr wert. Dementsprechend handelt es sich um eine Vermehrung des Aktivkontos und eine Vermehrung des Aktivkontos wird immer im Soll gebucht. Und auf der anderen Seite wird auch unser Ertrag mehr, weil wir haben hier wieder 50.000 Euro mehr Vermögen
und dementsprechend wird auch unser Ertragskonto mehr und eine Vermehrung eines Ertragskontos wird immer im Haben gebucht. Und auf den Betrag bin ich vorher schon eingegangen. Der Betrag beträgt hier 50.000 Euro und somit beträgt der vollständige Buchungssatz Grundstücke an Ertrag aus Zuschreibungen mit jeweils 50.000 Euro. Und sehen wir uns dann abschließend das Ganze jetzt noch auf den D-Konten an, so sehen wir bei den Grundstücken plus 50.000 Euro im Soll und bei den Ertrag aus Zuschreibungen ebenfalls die 50.000, hier allerdings im Haben gebucht.